Die Sehnsucht nach deiner Berufung ist nichts anderes wie die Sehnsucht nach der Verkörperung deiner wahren Seelenessenz, die du dir für dieses Leben vorgenommen hast. Lass es mal kurz bei dir ankommen. Ich weiß, zum Thema Berufung herrscht so viel, ich würde sagen sogar Blödsinn da draußen, was Berufung ist. Und meist wird Berufung eben nur im beruflichen Kontext gesehen, aber Berufung ist so viel mehr. Nochmal, es ist die Sehnsucht nach der Verkörperung deiner wahren Seelenessenz, die du dir für dieses Leben vorgenommen hast. Und wie kommst du da dran? Wie wird dir klar, was das wirklich praktisch bedeutet? Weißt du, du hast ein eingebautes Navigationssystem mitgebracht in dieses Leben. Und das ist nichts anderes wie deine Wünsche. Deine Wünsche sind die Sprache deiner Seele und möchten dir mitteilen, hey, du hast einen Wunsch. Und es ist dran, dass dieser Wunsch sich jetzt verwirklicht. Und weil du diesen Wunsch hast, hast du auch die Möglichkeit, genau diesen Wunsch zu manifestieren. Denn das, was du willst, will dich auch. Es kann gar nicht anders sein. Du hättest nicht einen bestimmten Wunsch, wenn du nicht auch die Möglichkeit hättest, ihn genau zu manifestieren. Und genau das bedeutet Berufung. Dass du ein Leben von innen nach außen lebst, in deiner höchsten Identität, die du dir für, wie gesagt, dieses Leben vorgenommen hast. Dass du spürst, was willst du wirklich? Wie willst du es wirklich haben? Und die Antwort darauf ist sozusagen die Verkörperung deiner geilsten Identität. Berufung leben bedeutet, dass du das geilste Leben lebst. Dass du, wie gesagt, hier in diesem Leben verkörpern möchtest. Berufung ist alles. Und wenn du dir erlaubst, dem inneren Ruf zu folgen, also deinen Sehnsüchten, deinen Wünschen, und dann nicht nur sagst, ja, ich wünsche mir das, ja, aber, sondern du hast diesen Wunsch, weil du auch die Möglichkeit hast, ihn zu verwirklichen, und du gehst dafür. Du weißt, weil du ihn hast, wie gesagt, ist er deins. Und weißt du, das Genialste überhaupt ist, dass du hast deinen Wunsch. Und dieser Wunsch beinhaltet eine komplette Identität, die es bereits schon gibt. Du willst zum Beispiel ein erfolgreiches Business starten und du hast diesen Wunsch nach einem Soul-Business, nach einem Herzens-Business, was dich erfüllt, was dich reich macht und so weiter. Und diese Variante von dir, diese Identität, die gibt es schon. Die gibt es schon, sonst hättest du diesen Wunsch nicht. Und deine Aufgabe ist es, diese Identität hineinzuswitchen. Und wie machst du das? Indem du dir das vorstellst, wie sich das anfühlt, wie das ist, wenn du in dieser Identität bist, also den erfüllten Zustand. Du nimmst ihn jetzt schon in Besitz. Das ist unsere größte Power, unser größtes Tool, unser größtes Werkzeug, ist unsere Vorstellungskraft. Und alles kommt von uns, denn da draußen, das ist ja nur der Spiegel von uns. Und das ist so ein schönes, unser Leben ist eine Komposition, etwas Großartiges. Und wenn wir spüren, hey, ich bin der Ursprung von allem. Ich habe den Wunsch, weil ich ihn auch verwirklichen kann. Ich gehe in diesen erfüllten Zustand hinein. Und ich lasse zu, dass er sich im Außen ausdrückt. Weil ich weiß, alles, was da draußen ist, ist nur ein Ausdruck von mir. Ich bin der Ursprung von allem. Was da draußen ist. Ich bin der Ursprung von allem, was mir gefällt und was mir nicht gefällt. Und das, genau das ist so fantastisch. Ja, dass wir uns erlauben, unsere Wünsche wahrzunehmen. Und weißt du, es gibt im Grunde auch nur zwei Seinszustände, die wir leben können. Und es ist einmal, dass wir in der Erfüllung sind, in der geilsten Identität, also uns selbst folgen, unserem inneren Ruf folgen, unsere Berufung leben, unsere Wünsche manifestieren und so weiter. Das ist der eine Zustand. Und das andere ist die Abwesenheit davon. Und die meisten Menschen haben den Fokus und leben in der Abwesenheit ihrer Wünsche. Nach dem Motto, ich wünsche mir das so sehr. Aber, und schon sind wir schon wieder in der Abwesenheit des Wunsches. Und es ist Zeit, dass wir anerkennen, wie machtvoll wir sind, wie großartig wir sind, dass wir machtvolle Schöpferwesen sind, dass wir die Könige, die Königinnen in unserem Reich sind, dass wir alles, dass alles von uns ausgeht. Dass wir alles, was wir uns wünschen, auch haben können. Und dass es einfach Zeit ist, dass wir diese Identität annehmen. Aus unserer höchsten, geilsten Soul-Identität leben, in diesem hier, genau hier. Und das ist so geil.
Und darum dreht sich Berufung. Um nichts Geringeres. Und deswegen gibt es zum Beispiel das Celebrate Your Passion Projekt. Da begleite ich Menschen, dass sie sich genau über diese Themen bewusst werden, anerkennen, wer sie wirklich sind, dass sie immer mehr in dieser Soul-Identität, dass sie die immer mehr praktizieren, immer mehr im inneren Ruf folgen, immer mehr sich erlauben, die geilste Version von sich selbst zu leben. Dafür gibt es dieses Projekt. Und dieses Projekt gibt es auch schon, ich glaube, 17, 18 Jahre habe ich angefangen. Ich habe ständig und stetig weiterentwickelt. Und das sind schon Tausende von Menschen, haben dieses Projekt schon durchlaufen. Und es gehen immer mehr in ihre Kraft, in ihre Macht, leben immer mehr ihre Berufung, ihr höchstes Potenzial, ihre Soul Identity. Ja? Und ich liebe das. Ich liebe es, Menschen zu begleiten, dass sie einfach immer mehr erkennen, wer sie in Wahrheit sind. Ja? Und egal, wo du stehst, wenn du sagst, das, was da draußen ist, das gefällt mir nicht. Erstens mal, akzeptiere, du hast es dir manifestiert. Und du hast dir genau dieses Video auch manifestiert, damit du dich daran erinnerst, wer du in Wahrheit bist und dass du das jederzeit ändern kannst. Und dass es eine Möglichkeit gibt, es zum Beispiel auf einem schnelleren Weg zu machen. Denn ich sage immer, du brauchst mich nicht, du brauchst auch meine Programme nicht. Aber vielleicht willst du es schneller haben. Weil alleine diesen Weg zu gehen, sich immer wieder daran zu erinnern. Ich weiß das, das ist nicht so einfach. Und wir fallen da gerne raus und fallen wieder gerne in diese Identität. Och, ich hab's nicht. Also in die Mangelidentität. Anstatt immer wieder aus der höchsten Energie sozusagen deine Identität zu leben. Dafür bin ich da. Dafür sind meine Projekte da. Wenn du das willst, wie gesagt, komm gerne in Celebrate Your Passion. Und wenn du ein Soul-Business manifestieren möchtest, also wo es wirklich darum geht, Business, ja, auf dieser Basis aufzubauen, auf deiner höchsten Identität, im Einklang mit deiner Soul-Mission, das, was du dir für dieses Leben vorgenommen hast, in deiner höchsten Soul-Biss-Identität leben, lieben, feiern, das Leben erleben möchtest, dann ist die Soul-Biss-Lounge perfekt für dich. Also, mehr Infos findest du in der Beschreibung. Und ich wünsche dir nun die allergeilste Zeit und denk dran, du willst immer, in welcher Identität du bist. In welcher Identität willst du jetzt sein? In der Mangel- oder in der Fülle-Identität?